Gut, ich möchte mich dann näher warten lassen, ob ihr es dann erreichen wolltet. Erstmal, ich freue mich, dass ich hier jetzt ganz viele Leute sitzen sehe, die keinen Torsammer im Hals tragen, die möglicherweise auch keine Heiden sind, oder Adertum, oder wie man es auch immer nennen wollen. Das macht mich auch toll, dass ich mich vorstelle. Entschuldigung, ein paar kommen aber noch verstanden. Ja, schön, dass ich einrichten kann. Ja, also mein Name ist Sven Tolstorff. In Eldering bin ich Herdwart für Nordniedersachsen. Eigentlich, da es keinen weiteren Herdwart in der Sachsen gibt, nenne ich das mein Land Niedersachsen. Ich bin im Besitz einer sogenannten großen Halle. Deshalb gibt es tatsächlich Menschen, die mich auch Jarl nennen. Kürzlich hat jemand gesagt, Petra Wolte, das erste Vorsitzende, sei ja meine Päpstin. Da wurde leider ein Rückschlag gemacht, ja, alles klar. Sven, dann bist du ja der heidnische Kardinal von Niedersachsen. Ich stehe auf sowas, ne? Ich dachte auch, dass du vielleicht irgendwann so im Rahmen des Euphorismus, wie das Zeug da heißt, ne, werde ich vielleicht irgendwann das Waffe essen. Das wäre toll. Aber das erlebe ich leider nicht mehr. Ja. Mein Thema ist ja heute, warum ich heil bin. Das könnte man jetzt ja ganz einfach sagen, weil ich es kann oder sowas, irgendwas Plattes. Aber das Ganze hat ja schon eine Geschichte. Weil, wie es denn unüblich ist, ich bin ja auch so ein Dorfkind. Ne? Ich komme aus Ober an der Elbe. Das ist ein Dorf weiter von da, wo Inge Meidel gewohnt hat. Also Inge Meidel in der Moderation, kennt vielleicht einige noch. Vor allem die Kameraden, die grauen haben, wissen, die kennen die bestimmt noch. Ja, und wie es halt so üblich ist, auf dem flachen Land, ne? Man wird zwangsgetauft. Dann kommt irgendwann Konfirmation, weil das machen alle. Außerdem, mal ganz ehrlich, ne? Erstens ist Tradition, zweitens, ich bin jung und brauche das Geld und drittens, Oma gefällt's. Ja, so, dann habe ich das erste Mal so meinen mehr oder weniger religiösen Weg da beschritten. Das ist die Geschichte halt, man wird konfirmiert und dann ist erstmal da eine Blutkirche, aber vielleicht geht man noch Weihnachten hin, ne? Weil es schön ist und man muss noch irgendwie abends Zeit durchschlagen. Aber irgendwie fühlte sich die ganze Zeit da irgendwas nicht so wirklich an. Dass da irgendetwas ist, was nicht so wirklich zu mir passt. Ja, so ging es dann weiter. Ich habe dann irgendwann, habe ich mich tiefer damit beschäftigt. Ich wollte doch wieder irgendwie zum Glauben zurück. Oder wollte Glauben mehr leben, mehr Spiritualität. Ich war dann in der Ausbildung zum Laienprediger bei der Bremisch-Evangelischen Kirche. Hat dann irgendwann wirklich entschieden, nee, da gibt es noch irgendetwas, was noch näher am Original ist. Katholisch. Ja, dann habe ich halt den Antrag gestellt bei der katholischen Kirche bei uns, dass ich katholisch werden kann. Das ist nicht so einfach. Die nehmen nicht jeden. Ja, da muss ich erstmal so einen Glaubenskurs machen, so ein dickes Büchlein durcharbeiten. Da habe ich vor 3 Monate für gebraucht. Das waren so 17 Lernbriefe. Und jeder Lernbrief hatte dann so irgendwas zwischen 15 und 25 Seiten. So. Und dann wurde ich sogar gefirmt. Ja, der Priester hatte noch so ein bisschen was von diesem Leitungszeug da, ne? Von der letzten Firmung über. Dann wurde ich dann so im Gottesdienst gefirmt und also feierlich in der katholischen Kirche aufgenommen. Ich habe noch den Kirchenbus gefahren, jeden Sonntag die alten Damen von zu Hause abgeholt. Und ich war dann Leiter in der kirchlichen Partnerschaft, in der DPSG und so weiter und so fort. Also immer voll dabei, ne? Weil irgendwie, ich bin so ein Aktivist. Wenn ich irgendwas mache, dann muss ich es mal ganz machen. Und ich muss es gut machen und ich muss viel machen. Aber wenn mich irgendwas interessiert, dann bin ich voll in Flamme, ne? Dann drehe ich voll durch. Dann drehe ich voll durch. So, jetzt muss ich mal eine Sache sagen. Das muss ich, ach, das habe ich vergessen, muss ich zuschieben. Also im Zivilberuf
ich besitze ein Kinderheim für schwer erziehbare Jugendliche. Ich bin also anerkannter Erzieher, psychologischer Coach und systemischer Familienberater und habe also eine Praxis für psychologisches Coaching. Dann habe ich eine Firma für Lüge und Verpackung und so einen Outdoor-Shop kommt ja auch noch. So, das muss ich jetzt mal sagen, ich verdiene mein Geld auf normale Art und Weise, weil zu dem, was ich später noch kommen werde. Da muss eigentlich jeder Mensch, unweilig denken, der Typ ist doch nicht ganz dicht. Guck mal die Typen mit den Jacken zum Hinzubinden. Ja, das ist eine Erzählung. Ja, ich bin dann, wie kam ich denn zum Heiligen? Ich habe irgendwann bei der katholischen Kirche gerade einen Sack gehauen, wollte gar nichts mehr machen. Bin also Atheist oder Agnostiker geworden, weil ich glaube an nichts mehr. Ich glaube nur an Sachen, die ich sehe, die ich anfassen kann, etc. Ja, lässt mich in Ruhe mit dem ganzen Religionsfokus. Das ist alles Quatsch. Ja, dann war ich 2014 mit unserer Jugendgruppe in Dänemark im Urlaub und dann haben wir so ein Lebensmuseum besucht. Das Ding heißt Borg-Wikinghafen. Sehr empfehlenswert. Und da gab es unter anderem auch einen Ritualplatz und da standen dann so große, selbstgemachte Holzstatuen. Die Frage, was dann sei, das sind halt die Götter. Da dachte ich so, ja, von Thor hast du schon was gehört, aber der ganze Rest hier, ne, da steht ja hier so ein Himmelgott, ne, so ein Pfeil da und so, und was soll das denn sein? Und da habe ich mich halt dafür interessiert. Jetzt wusste ich, dass ein alter Bundeswehrkamerad von mir sich die Namen seiner Kinder im Futhark hat auf dem Rücken tätowieren lassen. Und ich habe mir mal angehauen, ich sage, guck mal hier, wie sieht denn das aus? Machst du das? Du praktizierst diese Religion, diese Wikinger-Religion? Er sagt, nee, ich nicht. Aber es gibt es in Deutschland. Das gibt es tatsächlich. Google mal Asatürk. Da findest du irgendwas. Gibt so Gruppierungen, Vereine, bla bla bla. Hab ich dann gemacht. Das erste, was kam bei der Google-Suche, war dieser VfG-Dingsmuster, die das einfach gemacht hat, Eigentum. Ja, da habe ich dann hingeschrieben, kurz erläutert, ich interessiere mich dafür und ich möchte irgendwie dazu stoßen, ich möchte was erfahren, bla bla bla. Ich habe keine Antwort bekommen, das wollte ich nicht. Dann habe ich da nochmal gegoogelt und dann kam der LDR. Dann frage ich so, oh, regional, interessant, Hamburg. In Hamburg gibt es eine Heidenstadt. Ich habe klar gesagt, da gehe ich mal hin. So, habe ich auch vorher angemeldet, bin dann dahin, habe meine Frau wieder mitgeschleppt, die musste ja immer mit. Ständig musste sie ja mit. Und bin zum Heiligenstammtisch. Das war interessant. Und dann habe ich mal geguckt, so immer hier im Umfeld zu Hause, laufen da jetzt noch mehr rum, die irgendwie so drauf sind? Ja, tatsächlich. Ich habe das meinem besten Freund erzählt. Den Typen kannte ich vorher schon, über 10 Jahre. Ey, Andreas, ich hatte was Neues. Hör mal zu. Und ich war noch mitten in der Ziel, da greift er in sein T-Shirt und holt einen Mjölnir raus. Da sag ich, ja, wie willst du auch haben? Was? Ich sag, mein bester Freund ist heilig, weißt du? Wie willst du denn sowas? Naja, wie habe ich hier mitgeschleift nach Hamburg zum Stammtisch. So, dann gibt es einen Älteren aus dem Forum. Auf regionales Forum und unter Niedersachsen findet er tatsächlich einen Eintrag Stammtisch im Landkreis Rotenburg? Fragezeichen. Ja, geil, da wohne ich ja. Habe ich geguckt. Dann haben zwei Leute unabhängig voneinander diese Frage gestellt. Dann habe ich so gedacht, hey, ich habe ja diesen alten Gasthof da mal gekauft und da ist dieser Saal und dann wird er nicht benutzt. Nur ein privater Partyraum. Dann könnte man da ja eigentlich so einen Heidenstammtisch abhalten. So, gesagt, getan. Ich war insgesamt 3-4 Mal beim Heidenstammtisch Hamburg. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal selber. Wir sind dann also gestartet, ab Ende 2014 sind wir gestartet mit 5 Leuten. Also Stand heute 25.
Tendenz steigend. Es werden also immer mehr. So, wir sind jetzt 2014. Und jetzt kommt das, wofür ihr alle mich für bescheuert halten könnt. Ich bin dann gewesen, ich habe eine Wohnmobiltour gemacht. Ich bin losgefahren, habe Wohnmobil gebaut und dachte, ich mache noch eine Skandinavien-Tour. 4 Wochen waren geplant. Ich wollte so über Dänemark, rüber nach Schweden, oben rechts hochfahren, Finnland, oben in Spitze und Norwegen wieder runter. Hat nicht ganz geklappt, ich sage das zu kurz. Aber kurz davor, bevor ich da losgefahren bin, fing ja diese Serie an, Vikings, die ja durchaus geeignet ist, Menschen ins Land zu versetzen. Dass man richtig Bock kriegt auf irgendwelche Wikinger-Geschichten. Dass man anfängt, Bogen zu schießen, dass man sich Nachs besorgt und die mal irgendwo aufwirft oder so. Ja, und viele andere Sachen. Und unter anderem kam bei auch so ein Ding irgendwie mit Uppsala. Uppsala. Die mystische Stätte. Dort, wo Opfer gebracht werden. Dort, wo man den Göttern gegenübertritt. Also Alt-Uppsala, Gamla Uppsala, liegt ein kleines Stück über Stockholm. Ich weiß nicht, wie lange ich gefahren bin, aber auf jeden Fall sind wir dann eine Tage Tageszeit in Uppsala angekommen. Die Kirche hat natürlich direkt neben diese altehrwürdigen Grabhügel eine Riesenkirche gesetzt. Das weiß man ja, das wurde ja überall da gemacht, wo so wichtige heilige Stätten waren. Da wurde ja früher so während der Zwangskristallisierung immer irgendwas Christliches drüber gespült. So, auf jeden Fall sind da jetzt diese riesigen Hügel. Um die Hügel rum ist eine kleine Barrikade, nenne ich das mal, so aus Holzbalken, so dicken Dinger, so eine Meter Höhe ungefähr, geht so einmal rum, damit die Leute nicht auf diese Grabhügel rauflatschen. Tatsächlich ist es aber so, dass von vorne vom ersten Hügel geht so ein Trampelfahrt über den Hügel rüber, dann wieder runter, über den nächsten, ja, über sämtliche Hügel gibt der Trampelfahrt. Und vorhin sind auch schon andere irgendwie hochgestiegen und dann denke ich, oh, komm. Ne? Das die können sie schon lange. Meine Frau ist auch stehen geblieben, weil ich nur zu Fuß. Ich bin also hoch, bis ich dann auf den höchsten dieser Grafen gestanden. Meine Frau rief von unten, was ist denn da oben? Nichts! Was machst du denn da? Da war ich auch nicht. So, wenn es das wirklich gibt, und wenn es die Götter wirklich gibt, dann müsste doch hier in Uppsala eigentlich ein Ort sein, wo man sich spüren können muss. Also habe ich mich gegen Norden gewendet, habe noch locker die Arme hängen lassen und habe meine Augen geschlossen. So, und jetzt kommt's. Ihr müsst keine Krankenwagen machen, oder? Jetzt kommt's. Ich habe die Augen geschlossen und dann kam eine Horde von Gestalten auf mich zu. Ein voran, ganz vorne weg, ein Mann mit einem Speer auf einem achtbeinigen Pferd. Meine Frau, der von einer Art Streitwagen, der von Katzen gezogen wurde, und ein Mann, dessen Wagen von Ziegen gezogen wurde, und auch ganz viele zu Fuß, und also ganz viele, also bei den meisten weiß ich auch nicht, wer es sein soll. Aber das zog so nicht vorbei. Überschreibe Flash. Ich bin nach diesem Ding, ich bin erstmal im Kind einfach am Arsch gesetzt. Ja? Ich muss mich irgendwo nicht erstmal hinsetzen. Ich war wie benommen. Und ich dachte, das ist eine coole Sache. Was ist denn das jetzt? Und dann war ich noch überzeugt, jetzt bin ich auf den Ding weg. Weil ich habe das gesehen. Vielleicht ist das so eine, ja, in der Psychologie sagt man ja self-fulfilling prophecy oder so, ne? Dass man sich erhofft, etwas zu sehen.
sehen oder ganz sicher ist, dass man etwas sehen kann. Ja, und dann sieht man da irgendwas. Es kann natürlich sein, dass es so ist. Natürlich kann es so sein. Aber es geht noch weiter. Wieder zurück aus Schweden habe ich mir vorgenommen, mein Leben zu ändern, etwas anders zu machen als vorher. Nicht mehr die Abende vor der Glotze zu verbringen oder am Rechner und die Zeit mit hohem Flug zu schlagen, sondern irgendwas mit meinen Händen zu erschaffen. Da habe ich mich auf den Ritualplatz gestellt und habe es den Göttern versprochen, dass ich es tue. So wie ich gerade sagte. 3 Tage, ist es auch gelungen. Ich habe Kerzenhalter gebaut, aus Holz, abends und noch Feierabend. Den ganzen Tag schon scheiß Büro gesessen, dann abends in die Werkstatt und noch bis 20, 21, 22 Uhr aus der Werkstatt gearbeitet, irgendwas geschaffen. Kerzenhalter, angefangen da Schlafen und Geschützen etc. Und am 4. Tage abends war mir ganz bewusst, das war irgendwie aus, so einem, aus der Müdigkeit, aus dem Trott heraus vielleicht, bin ich tatsächlich nach Feierabend irgendwie, nach dem Essen, Abendessen, ins Wohnzimmer, Füße hoch, Getränk, E-Fluppe, Glotze an. Und das war in meinem ganzen Vorleben die Normalität. Und hab 3 Filme miteinander geguckt. Wenn wir morgens 2 Uhr ins Bett, keine Ahnung. Und am nächsten Tag gab es draußen ein mega Donnerwetter. Aber richtig heftig, ne? Das hat so geknallt, ja, als ob man genau neben einem Schädel Polenböller hochjagen würde. So ein furchtbares Gewitter. Meine Frau ist dann rausgegangen auf die überdachte Terrasse. Man konnte fast nicht mehr rausgucken. Die Regenrinnen von der Terrasse liefen über. Ja? Und das hat gebollert und gedonnert und geblitzt. Und ist das für eine Frau noch? Boah, steht den Arm raus. Ja, im nächsten Moment hat es einen gewaltigen Schlag und es roch nach verbranntem Plastik. Ich bin rein ins Haus und hey, der Vogel, was ist hier los? Es war da tatsächlich, das haben wir ja später rausgekriegt, also unsere Telefondose lag total verkuppelt mitten im Raum. Alles, was irgendwie elektrisch war, Fernseher, Geschirrspüler, Riesenblech im Haus ging gar nichts mehr. Ich habe jetzt einen Elektriker gerufen, der hat dann so Riesensicherungen, die sitzen unter den Sicherungskasten. So große Klötze sind das. 2 oder 3 Stück sitzen da, die muss man mit der Zange einsetzen, darf man nur mit den Fingern einsetzen. Also die waren durch. Ja? Und alles, was bei uns im Haus elektrisch war, war im Arsch. Fernseher, DVD-Player, Receiver, Computer, Telefon, Fax, alles war im Arsch. Alles Schrott. Wir sind ja rausgestellt, der Blitz hat nicht zweimal eingeschlagen worden. Und zwar einmal exakt in die beiden Bäume zwischen meinen beiden Grundstücken. Stand zum Doppelbaum. Und da hat er bis voll reingefährt. Das war so heftig, dass in dem einen Nebengebäude von uns der Fußboden aufgeplatzt ist. Oh. Lachen wir lange drüber, keine Ahnung. Und dann hat er bis nochmal eingeschlagen und dann wieder in die Straße runter, genau neben dem Verteilerkasten von der Telekom. Und da bekam es nochmal über die Telefonleitung. Ja, also die Jungs haben volle Arbeit geleistet. Also ich schreibe das mal Thor und Loki zu. Und der Witz ist, der Witz habe ich in die beiden Bäume eingeschlagen, wo wir beim vorangegangenen Lot das Trankopfer ausgebracht haben. Das machen wir sonst nie. Normalerweise schütten wir das Trankopfer rund um die Feuerstelle aus. Aber unser damaliger Besuch aus Hamburg, Jens Brehm, sondern es zeigt ein war von Hamburg. Der dachte, oh nee, Opferschale kippt nur schön an einem großen Baum aus. So, und exakt in diesem Baum, in diesem Doppelbaum, das hat er jetzt lange gemacht. Das hat mir alles weggefegt, was elektrisch war. So,
Und damit haben sie bürgerschaftlich geschafft, oder interessiere ich das, mich an mich wirkungsvoll an mein Versprechen zu erinnern. Sehr wirkungsvoll. Weil ich ja das, was ich versprochen hatte, oder das, was ich nicht mehr tun würde, nicht mehr tun konnte. Das Thema war ruhig. Ich glaube, es hat insgesamt mit sämtlichen Reparaturen und dies und das, das glaube ich, 2 Monate gedauert. Also meine Firma war schon 2 Wochen nicht erreichbar. Ne, irgendwie lief gar nichts mehr. Ja. Aber natürlich, Lofi ist doch immer ein Gott der aufgleichenden Gerechtigkeit, hat mir natürlich die Versicherung dann säckeweise die Kohle draufgeschüttet. Ne? Ich habe aber nicht alles wieder neu gekauft, was ich vorher hatte. Das habe ich mir gespart, weil so viel Fernseher, die ich vorher hatte, braucht kein Mensch. So. So viel zu meiner inneren Überzeugung dazu. Und dann ging es weiter. Üblicherweise, wenn man auf einem Blut ist, für die, die jetzt nicht wissen, Blut bedeutet, ein Blut ist ein Ritual. Ja, man versammelt sich um ein Feuer, oder auch mal nicht ins Feuer, wenn man kein Feuer machen kann. Ja, man steckt so lipsenförmig auf und macht dann halt gewisse Sachen für die Götter und für die Gemeinschaft, für sich selbst etc. Dann war es so, dass jedes Mal, wenn ich tatsächlich einen Wunsch geäußert habe, irgendwas, was ich ganz wichtig haben wollte, dann habe ich das laut und offen angesprochen. Den Göttern eine Opferlage gebracht, wie es sich gehört, und habe dann einen Wunsch geäußert. Aber ich habe das jedes Mal bekommen. Jedes Mal. Deshalb bin ich jetzt mit den Duschen sehr vorsichtig geworden. Es gibt aber Fälle, wo ich es nicht bekommen. Wenn ich mir irgendetwas wünsche, was mit Liebe zu tun hat, dann bekomme ich es. Wir haben mal versucht, jemanden vom Stammtisch Hamburg wieder gesund zu machen, der schlecht ist, also hat lange gekämpft. Und da haben wir im Rahmen des Rituals diese Feuersprünge gemacht. Und wirklich alle, die bis Feuer gesprungen sind, haben gesagt, sie wünschen sich Gesundheit für morgen. Das war nicht geklappt. Also Leben retten hat nicht funktioniert. Aber alles andere. Alles andere hat jedes Mal funktioniert. Und deshalb bin ich jetzt mit dem Wünschen sehr vorsichtig geworden. Es kam auch schon mal ein Jugendlicher aus meiner Einrichtung zu mir. Ein Volksdorf, so ein Mist, da ist dieses Mädel, die will ich unbedingt haben, und die lässt mich mal abblitzen, ich habe schon dran angequatscht, die beachte mich gar nicht, was kann man da machen? Ich sage, naja, also wenn ich das jetzt sehe an einer Stelle, dann würde ich auf jeden Ritualplatz gehen und würde darum bitten, dass ich dieses Mädchen komme. Oder dass es jetzt sich zumindest wachse oder irgendeine Art. Oh, können wir es dann machen, Ich sage, ja, können wir machen. Weißt du, du musst dann Opfer bringen. Du musst den Göttern etwas opfern. Und nicht irgendeinen Scheiß. Es muss irgendwas sein, was dir was wert ist. Was dir was bedeutet. Ja? Also komm hier nicht an, was weiß ich, hier mit irgendeinem Schrott aus deinem Zimmer. Ja? Wir machen keine Müllverbrennung. Ja? Es muss etwas sein, was dir wichtig ist. Ja gut, wir haben uns dann also getroffen hinten auf dem Ritualplatz. Ich habe schon mal Feuer angemacht. Und er kam dann mit einem so einem großen Silberauto, also so ein Modellauto, und sagte, das sei ihm jetzt besonders wichtig, weil das hätten ihm seine vorigen Pflegeeltern geschenkt. Ist auch okay. Das klingt jetzt für mich sehr ehrlich, dann nehmen wir das als deine Opfergabe. Okay. So, wir haben also das Ritual abgehalten und ich habe natürlich gesprochen, er wusste ja nicht, wie es geht. Und wir haben halt darum gebeten, dass halt dieses Mädchen ihn beachtet und die vielleicht irgendwie zusammenkommen. So, und wie es dann üblich ist, wenn es um Liebe geht, ne? Also wir haben die Fruchtbarkeitsgötter angesprochen, wir haben unsere lieben Warngeschwister Freier und Freier angesprochen.
haben noch einen Schluck Bier getrunken und haben uns dann getrennt. Am nächsten Tag ist er dann wieder in den Nachbarort gefahren und kam abends wieder. Ich frage, soll ich noch sprechen? Ja. Hat geklappt. Ich sag ja. Und? Ja, das ist doch voll krass! Das ist doch voll krass, Herr Kolzdorf! Ja, ich habe alles versucht, den gleich beachtet, die Flaggen zu lassen. Das macht mir dieses komische Ritual da. Und zack! Da kommt es auf mich zu! Ich habe nichts anderes aber. So. Vor allem sollte jetzt bis hierhin dann schon beantwortet sein, warum ich Heide bin. Weil ich einfach gemerkt habe, dass das einfach funktioniert. Deshalb glaube ich sehr daran. Deshalb opfere ich den Göttern und bringe mich auch ein hier in dieser Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft der Älteren ist übrigens noch ein weiterer Punkt, der einen dazu beflügeln könnte, heilig zu sein. Oder das Heilige Sein schön zu finden. Und ich habe in sehr kurzer Zeit unglaublich viele wunderbare, wertvolle Menschen kennengelernt, die mit mir zusammen diesen Glauben leben. Und die das Heidentum hier in Deutschland zu neuem Leben erwecken. Gut. Hat noch jemand eine Frage? Ja. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, ich glaube an die Götter? Was bedeutet das, wenn Sie sagen, ich glaube zum Beispiel an Odin oder Thor? Was bedeutet das für Sie, wenn Sie das sagen? Was meinen Sie? Das bedeutet, was meinen Sie damit? Ich denke, das heißt ja, man glaube versetzt Berge. Ja? So. Ich glaube, ich muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass da irgendwo so ein älterer Herr mit einem großen Speer sitzt und wo ständig zwei Raben rumflattern, sitzen zwei Wölfe vor ihm. Ja? Ein guter Freund hier hat mal in seinem Buch beschrieben, also die Götter haben ja alle eigentlich Attribute. Ja? Und diese stehen eigentlich für bestimmte Charaktereigenschaften. Und wenn ich irgendwas mit Weisheit will, ja, ich habe eine Prüfung vor mir oder ähnliches, dann opfere ich Odin. Odin, Gott der Weisheit, er ist ja auch der Wissensdurstige. Ich meine, ich habe sonst halt mein Auge, ne? Hat er eins geopfert für das Wissen. Ja? Oder wenn es um Vernunft geht, Mut und Tapferkeit, ja? Das sind alles ganz tolle Eigenschaften, da würde ich Tür wählen. Ne? Wobei ich jetzt auch wieder nicht davon ausgehen muss, dass es so eine Figur, nennen wir es mal so, dass es so eine Figur gibt. Ja? Das heißt, eigentlich könnte man auch sagen, dass diese Götterfiguren sind ein Platzhalter für, nee, das ist das falsche Wort. Prinzipien. Prinzipien, ja. Prinzipien, bestimmte Attribute, die es lohnt, sich anzueignen. Ja, wenn man jetzt irgendwie auf dem Weg ist, ein besserer Mensch zu werden oder sowas, ja? Oder wenn man Ziele hat und irgendwas erreichen will. Aber insgeheim hoffe ich dann doch, dass es gibt. Ist es denn so, ein Wissenschaftler sagte mal irgendwie, man kann den Begriff Gott sehr weit ausdehnen. Kommt man dann dazu, dass man sagen könnte, man betet dann ja die Gravitation an oder die Lichtgeschwindigkeit oder sonst welche physikalischen Konstanten, die es noch so gibt. Wie weit ist hier Gottes Begriff? Ist ja schon so, dass Sie sagen, dass Ihre Prinzipien, die Sie gerade genannt haben, schon persönlich sind oder ist eher irgendwie außerpersönlich? Sag mal so, wenn ich all das
All das, was die Körper von Göttern verkörpern, ja, für mich. Wenn ich selbst all diese Triebe hätte, ja, Triebe, dann wäre ich ja selber ein Gott, oder? Ja. Das ist unmöglich. Man kann das nicht alles sein. Man kann nicht alles sein. Man kann das nicht alles schaffen. Man kann nicht alle diese Sachen in sich vereinen. Ja? Deshalb zählen wir weit mehr als 20 Götter. Das kann nicht eine Person alleine. Es heißt zwar Odin Allvater. Gut, aber das, ja. Darf ich darauf eingehen, kurz auf die Frage auch, weil diese Frage, die Sie gestellt haben, die bewegt natürlich viele, die zumal die Kinder oder die Kinder beschäftigen. Und die Antworten darauf sind vielfältig. Das ist aber nicht der Punkt. Sondern wenn man sich anschaut, wie die Alten über ihre Religion gesprochen haben, die haben einander, wenn sie sich begegneten oder wenn sie jemand anderen kennenlernten, nicht gefragt, woran glaubst du, im Sinne von, bist du evangelisch oder katholisch oder so, wie das heute so stattfindet, ne? Sondern sie fragten, wem opferst du? Die Betonung war im Tun, was tust du? Deswegen, was uns verbindet, ist ja auch die Kultpraxis, der Kult, das, was wir tun, das Ritual, die Gemeinschaft, das, wie wir leben und wie wir miteinander umgehen, das ist das Dominierende. Und die Frage, wie das Individuum das interpretiert, für sich übersetzt, ob das Individuum jetzt die Götter als Mächte, als Naturgewalt, als anthropomorphe Gestalt oder als etwas ganz Abstraktes erlebt, das ist im Grunde um dem Einzelnen überlassen, das geben wir nicht vor, das ist nicht fest definiert, sondern das, was uns ausmacht, ist das Handeln. Vielen Dank. Ja. Wie sieht Ihr Alltag als Heiler aus, abgesehen von den heiligen Stammtischen und den Ritualen an den Opferplätzen? Ich würde fast sagen, ich gehe jetzt in 3 Jahren in den Vorruhestand. Ja? Das heißt, ich übergebe den Laden an meinen Sohn und dann kann der Spaß mit der Angel haben und ich mache was anderes. Ich kann mich für die Füße belegen oder sowas. Ich glaube, dass ich also Herd war zu sein, zu meinem Vollberuf machen kann. Ich kann die ganze Zeit was machen. Ja? Weil ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich so viele wie möglich retten werde. Dass so viele wie möglich zum alten Glauben zurückfinden. Weil ich halt ein Irrer bin. War das nicht eher auf dem allgemeinen Tagesablauf? Genau. Ja. Achso, der allgemeine Tagesablauf. Da kann ich versichern, dass es über anderen Menschen auch aufsteht. Also, das ist jetzt so: meine Religion ist jetzt nicht der zentrale Punkt. Ja? Ich muss jetzt nicht morgens nochmal aufstehen, gleich auf den Ritualplatz laufen und Opfer bringen. Das mache ich nicht. Ja? Aber es ist so, dass ich ständig, wenn ich irgendetwas sehe oder so, ne, dass ich da irgendwie immer einen Bezug herstelle zu meiner Religion oder zu den Göttern oder so. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Rabenvogel sehe, dann hebe ich die Hand zum Gruß. Es könnten die auch mit einem Mumien sein. Und das heißt ja, sie beobachten uns. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn das jetzt ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung klingt, ich glaube, dass den Göttern gefällt, was ich tue. Und dass ich deshalb zum Beispiel meine Wünsche erfülle. Das ist nicht daran, dass Opfer ist, was ich da bringe, in dem Moment. Und ich glaube ganz fest daran, wenn mir nicht gefallen würde, was ich tue, warum sollten wir irgendwas für mich tun? Wir könnten doch sagen, ach, das ist ein Talksoffer von Mars. Ne? Und die Art und Weise zu reden ändert sich. Ja? Wenn ich früher noch immer gesagt habe, Gott sei Dank, dann sage ich jetzt mittlerweile, den Göttern sei Dank. Ja? Also es schleicht sich, also es kommt immer, es wird mehr. Es wird mehr. Vielleicht, wir werden jetzt nächste Woche, haben wir mit Annette Schröder Runen-Workshop bei uns. Da wird jeder von unserem Stammtisch einen eigenen Runensatz machen. Ja? Und dann könnte man durchaus beigehen und jeden Morgen eine Rune ziehen. Ja? Wie so ein Orakel oder so ein Horoskop, um zu gucken, was der Tag so bringt.
Wahrscheinlich werde ich das dann tun, also irre genug bin ich dafür. Ja, wahrscheinlich mache ich das dann. Ja. Mit Sicherheit sogar. Ja. Lucy? Ich würde so gerne noch was ergänzen, also was zu diesen beiden Fragen eigentlich total passt, beziehungsweise zu dem, was Petra eben gesagt hat. Also sowohl zum Alltag. Ich finde es ganz wichtig, dass wir als Heiden, also zum einen, dass, ja, dass ich nicht an irgendwas Abstraktes glauben muss, sondern was Petra ja schon gesagt hat, das ist quasi wirklich so eine Wechselbeziehung. Ja? Also die, Blut, also dieses, das unser Opferritual, das kommt vom Wort blotzen, das heißt aufplustern. Das heißt, wenn ich einer Gottheit opfere, dann heißt das, ich finde etwas gut und mache das stark. Das heißt, ich tue da was dafür. Und also das heißt, mein Heidentum besteht nicht darin, dass ich sage, ich erachte etwas für real und das reicht, sondern ich unterstütze etwas. Das heißt, eigentlich ist es völlig egal, ob es das gibt oder nicht, sondern ich glaube, keine Ahnung, an die wundervolle allwissende Göttin Frigg und opfere der, weil ich das so toll finde und versuche, der nachzueifern zum Beispiel. Oder es gibt andere Prinzipien, denen ich versuche nachzueifern und das ist dann wieder meine Art von Opfer. Und das tue ich dann wiederum auch eigentlich bei allem, was ich im Alltag tue. Und das spielt dann auch in sämtliche Bereiche mit rein. Also ich glaube zum Beispiel, dass Heiden ihre Kinder ganz anders erziehen oder dass Heiden auch anders Beziehungen führen, weil bestimmte Dinge einfach anders geehrt oder geachtet werden. Und das auch nochmal zu dem, also ich glaube, wie gesagt, ich muss nicht an irgendwas glauben. Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Heidentum ist eine sehr, sehr gut sozial verträgliche Religion. Weil, wenn wir mal an einen unserer tollen Tugenden, die Gastfreundschaft, ja, die wir ja ganz hoch halten. Ich habe gestern Abend auch wieder in der Küche gestanden und gestern gekocht. Ja, aber gestern Abend war Besuch da und die hatten Hunger. Also stelle ich mir die Küche und koche für die. Ja, das ist so, weil wer in mein Haus kommt, der bekommt was zu essen und bekommt was zu trinken. Und da spielt es wirklich eine Rolle, ob ich Kohle habe oder keine Kohle habe und ob mein Kühlschrank voll ist oder leer. Ich finde immer irgendetwas. Ja, ich muss, und dann wir essen dann alle das Gleiche. Ja, und diese, ja, Gastfreundschaft, das ist wichtig. Ja, wie heißt es so schön, nur wer ein guter Gastgeber ist, wird auch woanders gerne eingeladen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Im Zuge des Neubaus in der Schloss wurde halt oft gesagt, dass der Neubau nur eine Lüge ist in Beziehung zum alten Schloss, dass halt das neue Schloss nur noch was aussagen will, was eigentlich nicht mehr Fakt und nicht mehr aktuell ist, nicht mehr vorhanden ist, die Geschichtlichkeit dessen, was das Schloss aussagen will oder kann. Ne? Und ist diese Neugründungen von dem sogenannten alten Glauben nicht auch so was Ähnliches wie eine fast Lüge, weil es ja kaum noch Verbindungen gibt zu den wirklichen, zu den Ahnen und zu den Menschen, die halt vor dem Christentum halt diese Religion mit praktiziert haben. Ist es dann nicht irgendwie auch nur eine Art Restauration, die irgendwie nicht wirklich das aussagt, nicht das ist, was vor dem Christentum praktiziert worden ist? Okay. Wir haben durch archäologische Ausgrabungen allein schon, können wir zurückschauen, belegtermaßen auf 200.000 Jahre germanisches Heiligtum. Ja, 200.000 Jahre. So. Man findet natürlich in Ausgrabungen, man findet Gegenstände. Man findet Torshammer am Zaumzeug von Pferden, zum Beispiel. Man findet Torshammer in den Gräbern von Frauen. Also geht man davon aus, Tor, das war bestimmt ein Schutzgott für Frauen und Reisende. Ja, kann man mal eben so schnell, machen wir ganz platt und kurz. Vorher gehen sagen, jetzt habe ich meine Brücke verloren. So, und wir haben diese Edda von Snow bis Tolson. Die hat natürlich erst geschrieben, irgendwie so im Rahmen der Zwangschristianisierung, das
war irgendwie so nach 800 Jahren so nach der Zeitrechnung oder so. Ja, aber die nordischen Sagen, das heißt die Geschichten der Götter, die wurden ja quasi, könnte man sagen, also mindestens 200.000 Jahre lang wurde das erzählt. Von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Ich kann natürlich sagen, okay, der eine kann gut Geschichten erzählen, der andere kann weniger gut Geschichten erzählen. Ja? Das war früher so üblich. Deshalb heißen ja unsere Untergruppierungen, beziehungsweise wir haben ja Herdwarte. Ne? Herd. Herd kommt daher, es war früher so, dass die Familien oder auch Leute aus dem Dorf sich um einen Herd versammelt haben. Wegen der Wärme dann schon. Ne? Und da gab es dann halt welche, die immer gesessen, die Kinder haben immer gespielt, die Frauen haben ihre Handarbeit gemacht, die Männer haben, glaube ich, ihre Äxte geschärft, ihre Pfeile geschnitzt, was weiß ich was gemacht. Ja? Und die Alten, die haben erzählt. Die haben diese nordischen Sagen erzählt. Gut, wir kennen es heute auch noch, heute werden Märchen erzählt. Ich will jetzt nicht behaupten, ich glaube an Hänsel und Gretel oder was, ne? Aber es ist halt, dass von Generation zu Generation immer weiter getragen wird. Wir können uns sicher sein, dass manchmal nur erzählt wird und nie was aufgeschrieben werden konnte, weil wir konnten früher schon schreiben. Ja? Und viele Sachen sind ja auch verloren gegangen. Ja? Wenn man jetzt sagt, man konnte in Runen schreiben, konnte man. So, wenn das jetzt nicht ein Stein geritzt war, dann ist es weg. Aber wenn man es in Holz geritzt hat, was auch durchaus üblich war, Holz verfault. Das ist weg. Davon bleibt nichts übrig. Und wenn dann nur die Oberfläche verfault, dann ist das weg verfault, was angeritzt war. Ja? Wir können es also nicht wirklich voll belegen. Aber wir haben halt diese archäologischen Funde. Und es werden Sachen erzählt, von Generation zu Generation. Und es kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass er mal irgendwann hingesetzt hat und hat sich jetzt alles einfach nur ausgedacht. Ja? Wobei man natürlich immer sagen muss, es gibt ja Vorstellungen. Ja? Wenn sich einer hinstellt und sagt, so, wir waren hier, ne, war hier der Adam, ne, den hat Gott gemeint geschaffen und aus einer Rippe hat er Eva erschaffen. So, da war jetzt die Frau. Und die böse Frau hat den Apfel gegeben und dann musste nur so ein Paradies raus, etc. Ja, oder nee, dann nee, muss weiter zurück. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, und dann am ersten Tag dies, am zweiten das, bla bla bla. Und am achten Tag den Schädiger. So. Ja, so, das ist ja, man muss jetzt ja nicht davon ausgehen, dass das so war. Aber die Menschen, die müssen ja irgendwie in der Welt klarkommen. Also brauchen irgendwie eine Vorstellung. Man braucht nur eine Vorstellung, wie ist das Ganze hier entstanden. Ja. Also die Vorstellung, ja, dass hier über uns die abgeschnittene Schädeldecke eines Riesen hängt, ja, und vier Zwerge das Ganze hochhalten, schon ein bisschen eklig. Ne? Und dass wir aus irgendwelchen Ausdünstungen von so einer schlagenden Riesen entstanden sind, ich sage, das sind Vorstellungen von Menschen. Das sind Vorstellungen von Menschen gewesen. Ja? Weil, aber wer will das jetzt noch nachvollziehen? Ja? Das ist Millionen von Jahren her. Es gibt keine Aufzeichnung. In keiner Religion. Vielleicht noch in Ergänzung zu dir sagen, wir machen kein Reenactment. Also, ich mache kein Reenactment. Reenactment heißt, wir treffen uns jetzt alle und stellen die Herrschaft von Hastings zusammen, so gut wie wir es über aus den historischen Quellen und den archäologischen Befunden kennen. Gibt es, ist bestimmt witzig, hat aber nichts mit dem zu tun, was ich praktiziere. Wir, selbstverständlich müssen wir unseren Glauben auch in die heutige Zeit praktizieren. Es ist nicht mehr so en vogue, die Alten in Wald oder ungewollte Kinder im Wald auszusetzen. Hänsel und Gretel, schönes Beispiel, da ist genau so eine Geschichte erzählt. Es ist nicht unser Ziel zu sagen, oder wir von den meisten von uns, wir machen das jetzt genau wie die Alten. Nur, was wir nicht machen dürfen, ist zu sagen, alle Wikinger sind zu Ehren der Göttin Freya in einem rosa Tütchen durch den Wald gehüpft.
dann will ich ein großer Tütü gefunden haben, um das zu beweisen. Und da auf diesem Grade wandeln wir. Ich werde alles daran setzen, dass die Archäologie in Rosenthal tief verlöst. Und nicht dann durch meine Lösung. Zum anderen denke ich, ist es ganz wichtig, dass, also klar, das ist immer so eine Art Wanderung, weil es natürlich auch immer hart an die Grenze geht von dem, was man heutzutage Esoterik nennt. Aber das, was wir praktizieren, ist ja eine sogenannte Erfahrungsreligion. Das heißt, das Einzige, was zählt eigentlich, ist, was, ja, ist unser persönlicher Kontakt, das, was wir erleben. Und natürlich gibt es, deswegen sind wir im Verein, gibt es Schnittmengen, ja, und da treffen wir uns. Und diese Schnittmengen sind zum Glück auch und immer mehr wissenschaftlich, dadurch, dass die Archäologie so viel findet. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit dem Thorshammer, wo man sich ja jahrzehntelang gestritten hat, ob das jetzt wirklich ein Hammer ist oder nicht. Und jetzt haben sie neulich einen gefunden, da steht drauf, das ist ein Hammer. Aber, was? Der Streit ist also alt. Ja, genau. Und, aber ich glaube, das, was uns alle eint, ist, dass wir versuchen, eine persönliche Beziehung mit denen, ich sage auch gerne, mit den Entitäten aufzunehmen, denen wir selber begegnen. Und die müssen nicht mal, das müssen nicht mal die sein, deren Namen wir in der Edda finden, sondern jedes, also auch im Grundinstitut hatte jede Gegend eine andere Entität oder ihre eigene und auch die Erfahrungen der Leute mit diesen Entitäten waren unterschiedlich und wir haben sich unterschiedliche Geschichten erzählt. Das war auch völlig okay. Also das ist quasi, wir versuchen da unsere ganz eigene Spiritualität zu leben und eben angeleitet von dem, was man noch hat. Und weil die Anleitungen, die wir haben, aber die versuchen wir natürlich weiterzuführen. Also wir wollen nicht die Asche bewahren, wir wollen das Feuer weitertragen. Wie war das so schön? Ich habe mal kurz mich erinnert an einen Satz, den ich gehört habe. Ich habe den nochmal gegoogelt, um korrekt zu zitieren. Viele von euch kennen wahrscheinlich Ambrosius Bierce, der Autor des satanischen Wörterbuches, wie es auf Deutsch heißt im Original, The Unabridged Devil's Dictionary. Der hat auch Heiden definiert, und zwar mit den folgenden Worten: a benighted creature who has the folly to worship something he can see and feel. Ein umnachtetes Wesen, das so verrückt ist, an das zu glauben, was es sehen und fühlen kann. Ich habe neulich gelesen, das ist die wahnsinnige Zumutung, selber denken und dürfen zu müssen. Ich habe eine Frage. Ja. Häufig denkt man oder denke ich, dass die germanischen Götter aus Skandinavien, und dass die nicht wirklich hier runterkommen bis nach Berlin oder noch weiter südlich halten. Ist es praktisch, gab es auch Ritualplätze skandinavische Götter hier in Deutschland? Ja, weil es sind keine skandinavischen Götter, es sind nur heidnische Götter. Ja? Nur, es ist so, das hat die Hermann eben vorher kurz auch gezeigt, die heißen anders. Die werden anders benannt. Ja? Bei uns haben die einen Namen wie Dona und Wodan oder Wotan. Ja? Die haben halt noch einen Namen gehabt. Aber es kommt auf die Region an. Also im Norden hast du auch nordische Götter, gerade da, wo die Wikinger aktiv waren, haben es halt auch. Ja, wird ja weitergetragen. Ja. Ja. Ich hier in Berlin zu den Opfern. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nur ein Entschuldigung, Slaven. Wir hatten ja Slaven, genau. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, und wir hatten auch, es gibt tatsächlich, der auf dem Alpenplatz ist ein
ehemaliger Holle-Opferplatz, der hieß früher Hills Pool. Und das ist auch belegt. Ja. Also das ist ganz, so. Da gibt es auch eine Sage zu, ob die Sage jetzt von den vom Umfeld der Brüder Grimm ein bisschen humanisiert worden ist, das weiß man nicht genau, die ist, glaube ich, eher aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert, ja. Aber der Name ist viel, viel älter. Also der ist in alten Brüdern so belegt und insofern, das gab es hier durchaus auch. Also können Sie sagen, Sie haben einen Punkt, Pädering, Berlin hat einen Punkt hier an einer, einem Ort, wo damals die Götter geopfert worden sind. Ja, wir opfern da selber auch. Also unser Ahnenblut zum Beispiel machen wir auch an den Pflanzen. Und wie gesagt, und es gibt ja auch, also jetzt zum Beispiel Oberdoller ist ja jetzt von hier auch nicht so weit weg, ja, dass man sagt, man hat, das sind vielleicht 250 Kilometer. Das war einer der berühmtesten Opferplätze in der ganzen Region. Da sind sogar Römer hingegangen und haben da teilweise geopfert. Also ich glaube, das ist, und auch das ist ja möglich. Also auch römische Gottheiten heißen dann halt, das ist dann eine ähnliche Entität, die von jeder Seite wieder anders verehrt wird. Aber die Erfahrungen, die Leute damit machen, das sind dieselben. Die haben dann halt andere Namen. Und man hat auch die Freiheit, dass es andere Namen gibt, weil es eben niemanden gibt, der dir vorschreibt, wie die zu heißen haben und wie die genau sind. Also, weil wir haben eben zum Glück kein Schriftwerk und keine Leute, die uns das vorschreiben. Sondern wir versuchen uns nur gegenseitig auszutauschen, zu sagen, welche Erfahrungen machst denn du und welche machst du und dadurch dann voneinander zu lernen. Also das ist, ich glaube, Heide sein ist auch wesentlich mehr Arbeit deshalb. Also du kannst dir nicht, du musst selber denken und du musst selber deine Erfahrung machen, du musst auch ausziehen, um diese Erfahrung zu machen, du musst das trauen. Viel lesen und vor allem lesen Video. Es gibt Autoren, da würde ich hier gesteinigt werden, wenn ich mir den Namen in den Mund nehme. Ja. Und was ich auch nicht aus Acht lassen werden darf, früher war das in Bewegung. Ja? Es gab Völkerwanderungen. Ich habe letztens noch eine Reportage gesehen. Also eigentlich sind wir alle Afrikaner, ursprünglich mal gewesen. Ne? Das kam alles, was hier gelegen war, kam aus Afrika und hat sich dann verteilt. So, dann als es nachher schon diese Volksgruppen gab, oder Stämme, wie man es auch mal nennen soll, ja? Da war ja immer noch Bewegung. Ja? Und die haben halt ja nicht nur ihre Ziegen und Pferde mitgenommen, die haben auch ihre religiösen Überzeugungen mitgenommen. Und so auch entsprechend verbreitet und uns andere gesehen und die haben mitgemacht. Und viele hatten ja schon vorher ähnliche Sachen und Sachen haben sich vermischt. Ja? Das ist ja ein ständiges Werden. Und wir sind jetzt immer noch im Werden. Ja? Weil es kann nicht durchaus sein, dass übermorgen irgendwo was ausgegraben wird, was so deutlich und überzeugend ist, dass wir Teile unserer Bücher wieder nur umschreiben müssen, weil irgendetwas völlig anders ist. Ja? Also es kann schon echt mega anstrengend sein, heilig zu sein, ne? Weil man so viele Sachen da nachgucken muss oder nachlesen muss. Ja? Aber unglaublich viel kommt rüber im Kontakt mit den Leuten. Das ist immer am besten. Ne? Und wenn jemand mal irgendwo irgendwas zitiert, man schließt es mal eben selber nach, dann ist man schon auf der Gewinnerseite. Ich habe eine Frage. Sind Ihre Götter nur in dem begrenzten Bereich Mitteleuropas oder wenn Sie auch im Kongo wären, sag ich mal so, würden Sie auch dort Tier auffangen oder ist dort Tier nicht zuständig für diese Region? Also sind die Götter eher regional für Sie oder überregional? Weltweit. Generell weltweit. Ich hoffe über meinen Gott an überall. Egal wo ich bin. Völlig egal wo. Sind Ihre Götter die einzigen Götter oder haben zum Beispiel. Das mag ich nicht zu sagen. Wir haben auch, wir haben es auch gemacht, wir haben auch in dem Opferritual haben wir nicht nur den uns bekannten Göttern geopfert, sondern auch deutlich gesagt dem unbekannten Gott. Ja, weil zum Beispiel die Edda, wir haben ja hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, es kann durchaus Götter geben, von denen wir nichts wissen. Okay. Außerdem kann man auch allen anderen Göttern genauso Ehre erweisen, wenn du die, also zum Beispiel, ich kenne viele, ich mache das auch so, wenn ich woanders
hinfahre, wo ich weiß, dass dort halt verehrt worden sind. Zum Beispiel waren wir noch in Rom. Okay. Auf dem Kapitol. Und da opfert man natürlich auch ganz sehr gerne, oder haben andere das gemacht, habe ich auch den Gott überopfert, die da verehrt worden sind. Weil das einfach wahnsinnig schön ist und weil zumindest auch viele von uns der Überzeugung sind oder das spüren, dass Orte, also man opfert auch gerne mal so den Gott und Wesenheiten eines bestimmten Ortes und die sind halt ganz unterschiedlich. Das heißt, ich kann zum einen natürlich meine Gottheit mitnehmen. Ich kann aber auch denen, die ich vor Ort vorfinde, die mir erweisen. Ich kann, das ist ja das Schöne, also das, du hast nie, selbst wenn du dich nach Gottheit weißt, wie es viele von uns tun, dass man sagt, man hat einen sogenannten Fultu, also man fühlt sich einer Gottheit besonders zugehörig und bin ich frei, ganz viele, allen anderen Gottheiten auch zu opfern. Also da gibt es keinen, das ist nicht so wie bei Jehova, der dann sagt, dass keine anderen Götter haben neben dir, sondern wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich Rolle weihen würde, dann dürfte ich auch mit den anderen Kindern spielen. Das wäre fertig. In der Anfangsphase habe ich mich auch schon bei Göttern entschuldigt. Weil ich vielleicht aus meiner Unwissenheit einem Gott, einem falsches Attribut gesprochen habe. Ja? Da will ich vielleicht in einem Kampf sein. Und habe vorgeopfert. Ich hätte die Tür opfern müssen. Ja? Tor ist in der Lage, dich zu schützen. Ja? Aber wenn es um Kampfkraft geht, dann brauche ich die Tür. Ich habe früher mal gesagt, jeder Kopf hat bestimmte Zuständigkeiten. Ne? Nicht jeder kann alles machen. Ja, wenn ich einen Kuchen backen mache, will, dann frage ich die Tür. Würde ein interessanter Kuchen werden. Haben die Götter auch, also sind es auch Erklärungsmuster für irgendwie Leid oder was Schlechtes in der Welt passiert? Oder was hier die einfach oft, die Götter sind nur für das Gute zuständig oder dass man was erbittet? Es gibt gar nicht. Nee, das würde ich sagen. Die Götter, die machen auch gut ihr eigenes Ding. Ja, weil das sind ja jetzt nicht. Also stell dir das so vor, dass hier ein Brocken so stehen wie bei Fuß. Ne? Und jetzt einer kommt mal, was mir will. Und ich bin ja schon gegeben, ich kriege was dafür. Ja? So sehe ich das nicht. Es ist ja so ein Geben und Nehmen. Ne? Und die Götter haben ja auch ein eigenes Leben. Die haben ja quasi ihre eigene Welt, also Asgard. Dann gibt es Götter, die wohnen außerhalb von Asgard. Ehe zum Beispiel. Ja, oder Jörg, der Meeresgott. Ja, die kriegen alle, die wohnen nicht alle auf einem Deck da. Ja, die haben ja auch verschiedene Bereiche, eigene Welten sogar. Ja, und das heißt immer, es gibt sogar Ehe oder Stammtische, da ist es verboten, bestimmte Leute zu opfern. Weil man nicht zuschreibt, dass sie nur Böses fabrizieren. Kommt vor, gibt es. Ja. Wobei ich denke, man sollte die Begrifflichkeit Gut und Böse mal rausnehmen. Es gibt kein Gut und Böse. Du bist im Prinzip für deine Taten verantwortlich. Punkt. Mehr nicht. Also, und wenn du mal richtig, der Mensch macht ja nicht irgendetwas von vornherein, weil er böse sein will. Für ihn ist es erstmal gut. Und dafür muss er auch gar nicht stehen, wenn es für die Gesellschaft nicht gut ist. Und die Gottheiten beinhalten das auch. Ja, natürlich. Ja, Entschuldigung, mal kurz an mit dem. Weil es wird schon in den Halbkreisen immer viel gesagt, es gibt kein Gut und Böse. Ist so nicht ganz richtig. Aber aus den ganzen abrahamitischen Monotheismen, die wir kennen, ist ja diese Polarisierung zwischen das absolut Gute und das absolut Böse. Also das, was sich Zoroaster irgendwann mal ausgedacht hat, bevor es dann ins Judentum gekommen ist und darüber danach ins Christentum und in den Islam. Und diese Polarisierung zwischen das Gute hier und das Böse da. Und der Mensch wandelt irgendwo dazwischen und muss sich für eine von den beiden Seiten entscheiden. Die gibt es nicht im Heidentum. Das heißt, diese Polarisierung ist nicht da. Es ist durchaus so, dass Gut und Böse als Bewertung von Taten oder das, was gemacht wird, durchaus da ist. Nein, das nicht, aber sagen wir, wenn wir von der mythologischen Welt reden, jetzt auch mal sehr vereinfacht ausgedrückt,
dann stimmt das schon, dass die Götter eher das machen, was für den Menschen gut ist. Nochmal die Riesen oder sehr viele davon machen das, was für den Menschen schlecht ist. Weshalb man die Götter verehrt und die Riesen eher nicht so. Es gibt auch ganz viele Riesen, die sind Götter. Das ist das halt auch vereinfachend ausgedrückt. Aber ich glaube, im ersten Schritt kann man es auch machen. Weil das kompliziert ist, hat man sich möglicherweise die Sachen, die anderen jüdischen Religionen, dazu entschlossen für diese Polarisierung. Ja, die ist aber insofern ganz schlimm, wo man sagt, weil da. Das führt nämlich dazu, dass am Ende jemand morden und metzeln kann und sagt, ich bin aber bei den Guten und plötzlich rechtfertigt das. Also das kannst du nämlich nicht. Ja, wieso? Das wird ja dauernd gemacht. Also, sonst wir haben 2000 Jahre abrahamitische Religionen in diesem Land. Oder nicht ganz, nein, stimmt bei uns nicht, aber bestimmt. Aber und die Welt ist davon nicht besser geworden. Insofern würde ich sagen, es sind beide Prinzipien durchaus einer Prüfung zu unterziehen. Und das kann ich als Heide nicht. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen morden, weil ich habe ja gute Motive und kriege hinterher die Vergebung, oder keine Ahnung, oder ich gehe ein bisschen morden und kriege hinterher vergeben, sondern ich muss das immer verantworten, was ich tue, und ich muss für mich selber so eine Begründung haben. Und wenn ich der Meinung bin, ich kann das vertreten, das war richtig, dann ist es für mich gut. Und wenn ich merke, es war scheiße, dann ist es für mich halt echt böse. Da muss ich irgendwie gucken, dass ich keine Straße habe. Man kann sich weder auf Befehlsnotstand durch eine höhere Macht noch kann man irgendwie auf Vergebung hoffen. Weil die gibt es ja nicht. Wir kommen jetzt gleich zur Vorbereitung, läuft, ja? Hat noch jemand eine Frage? Weil ich habe bereits überzogen. Ja, stimmt. Okay, danke für die Aufmerksamkeit.